armen Kinder. Du bist wieder mitten in der Nacht auf dem Haus. Ich habe heute Morgen Prinz Max von Baden getroffen. Ich dachte, wir hätten schon Sorgen genug. Er möchte Reichskanzler werden. Zumindest rührt er mächtig die Trommel und bietet sich an. Was will er dann von dir, Herr Prinz? Er bietet uns an, Teil seiner Regierung zu werden. Der Mann gehört zum Hochadel. Was sollte uns das bringen? Und überhaupt, wer tritt denn in eine bankrotte Firma ein? Luise, wenn alles zusammenkracht, werden auch die Arbeiter alles verlieren, was wir für sie erreicht haben. Also müssen wir helfen, das Leck zu stoppen. Dass andere ein Schiff geschlagen haben, die Militaristen, der ganze kaiserliche Größenwahn. Jawohl, auch wenn andere es geschlagen haben. Die Leute auf der Straße verhungern. Sie werden immer wütender. Und du wirst Löcher in einem sinkenden Schiff stopfen. Wenn du mich fragst, brauchen wir ein komplett neues Schiff samt neuem Kapitän und neuer Besatzung. Ach was, das sind alles revolutionäre Hirngespinste. Aber wenn mir ein realer Prinz die Hand reicht, um real an der Macht teilzuhaben, dann kann und werde ich das nicht ablehnen. Alles wird besser, wenn wir mit den Fürsten paktieren. Da bin ich ja mal gespannt, was unsere Genossen dazu sagen. Sie werden es nicht gleich verstehen. Deswegen warte ich lieber noch damit, es Ihnen zu sagen. Fritz, was machst du da? Ganz kleine Schritte. Aber in die richtige Richtung. Das ist gefährlich, Fritz. Warum riskierst du das? Weil eine Revolution die gefährlichste aller Lösungen wäre.